Zylinder, ja. Unterwäsche? Ja. Funkstecker? Ja. Stringstange? Ja. Lizenz, ja. Zwei Overall, Socken, Schuhe. Die Leute begrüßen. Wir wollen jetzt den lieben Jeff genannt, weil der hat sich ja näher der Strecke gebucht. Wir wollten mehr in der Stadt sein. Und ja, die Welt sieht gut aus heute. Soll ein bisschen windig werden. Und ja, dann nehmen wir euch heute mit auf den Trainingstag. Wir haben heute 4 Sessions oder 5. Ja, unser Fahrer, unser Uber-Fahrer ist leider nicht so freundlich. Nicht so Kamera geeignet, aber ist nicht schlimm. Shut up, man! Give me 5 stars review and shut up. Hola señor, ¿qué tal? Buenas. Доброго ранку. Das freue ich mich. Nach 3 Monaten Winterpause, wir sind wieder auf dem Rennstrecke. Das ist GT Winterserie und teile ich Fahrzeug mit Mike. Freue mich um Jerez. Bonjour. Hallo. Hallo. You're excited? Always. I am a lot. Racing speed. Genau, also hier kannst du auf jeden Fall noch ein Stück später bremsen. Du bremst jetzt hier vor 100 und ich bremse so. Genau.
vor 10 Minuten wach geworden. Ich war am Schlafen im Trailer. Guck mal, Mitte Februar, Sonne, 20 Grad, voll motiviert. Mit Mike haben wir schon zwei Sessions gefahren. Alles läuft gut. Track ist mega, von Motorradzeit kenne ich noch. Das ist für mich eine von besten Rennstrecken in Spanien. Deswegen macht mir mega Spaß. Guten Morgen, heute ist Sonntag, erster Racetag in dieser Saison 2023. Das haben wir ganze Winterpause gewartet, drei Monate. Wir sind voll motiviert, gestern war sehr produktives Training. Natürlich macht mir Spaß mit Mike zusammenzuarbeiten, weil das ist unser Champion 2022. Und fühle ich das von seinem Coach, der bringt mir echt gut. Und gestern, wie habe ich schon gesagt, ja, gestern haben wir sehr produktiv zusammen gemacht. Das wollte ich, dieses Ergebnis heute im Rennen sehen. Ich bin beim Quali auf Pole gestanden oder auf Pole gefahren. War sehr, sehr gut. Die FG macht auch einen super Job, hat sich von gestern zu heute sehr gut entwickelt. Fährt fast 3 Sekunden schneller als gestern. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und hoffe, dass er die Schritte weiter jetzt macht. Auch im Rennen, dass wir einen guten Tag heute haben. Jetzt haben wir ein Qualifier-Race, danach zweiter Qualifier-Race. Erster startet Mike, ich bin Zweiter und dann abends spät haben wir Endurance-Race, 1 Stunde für beide Fahrer. Bis später. Ich weiß nicht, wo Marc versteckt sich, aber erste Qualifier-Rennen hat gut gemacht, hat das gewonnen. Und jetzt in 10 Minuten haben wir Qualifier-Race 2. Ich bin am Fahren, mein Sprint-Race. Und ein paar Stunden später haben wir Endurance-Race, 1 Stunde, wo fahren wir zusammen. Extra für uns Wetter bestellt, Sonne, 20 Grad, Mitte Februar. Das freue mich auf GT Winter Series, auf diese ganz harte Name Winter Series. Obwohl, wir sind 20 plus Grad. Jetzt geht's los. Defgen sein Sprintrennen. Er hat sehr guten Fortschritt gemacht vor dem Qualifying. Wir haben uns gerade noch ein bisschen Daten angeschaut, wo die Knackpunkte sind. Ja, ich hoffe, er wird jetzt viel Spaß haben. Aber ich denke mal, Spaß hat er immer. Schon ein bisschen in seinem Fokus konzentriert und jetzt ja, bin ich gespannt aufs Rennen. Spaß. Machst du schon.
Ja, das erste Rennwochenende der GT Winter Series ist vorbei. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Leistung vom Team. Dadurch, dass wir im Winter nicht viel zu fahren hatten, war das eine gute Vorbereitung hier in Jerez. Und ja, Jefkin hat sich super gesteigert über das ganze Wochenende. Wir hatten ein paar kleine Probleme im Rennen, wo wir leider im Verkehr gegangen haben, was hier bei dem gemischten Fahrerfeld aus Amateur und Profis manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber er hat sich trotzdem super gesteigert, auch mit den Reifen, hat die gut gemanagt. Und ich glaube, dass das eine perfekte Vorbereitung ist für die Saison in der GT4 Germany, dass er da einfach gut vorbereitet ist. Macht mir sehr viel Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten. Er hat wirklich richtig Lust. Wir sind eine coole Truppe und ja, jetzt geht's noch mit dem Team was essen und wir sehen uns dann in Valencia. Ja, wir sind fertig mit dem ersten Lauf, mit dem ersten Rennen im 2023. Erste positive Sache, alle Fahrzeuge überlebt, kein Crash, keine technischen Probleme. Zweite positive Sache, wir gehen gleich essen, weil ich habe so Hunger. Drei Tage habe ich nichts gegessen, nur Sport, 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 nichts getrunken, kein Wasser. Wasserbalance ganz kaputt. Dann vierte, sehr gut, progressiv, produktiv, mit Mike zusammen gemacht. Kleiner Step habe ich wieder nach vorne und ich hoffe, bleibt alles so weiter, sehr positiv. Und ich freue mich aufs nächste Event auf Valencia. Danke, ciao. Tolles Wochenende. Ja, ich sage dir danke.